219.06. Passend zum Ostermontag präsentiert sich das Krefelder Wetter von seiner besten Seite. Bei 18 Grad und Sonnenschein steht einer schönen Begegnung nichts im Weg. 119.03 Spielbeginn 19:02. Kleine Randinformation: Zwei Uerdinger haben sich versehentlich die falschen Stutzen übergezogen. Deswegen verzögert sich der Anpfiff um einen kurzen Augenblick. Der Spott der Teamkollegen dürfte den Schuldigen sicher sein. 18:46 Patrick Alt und seine Assistenten Luca Schlosser und Benedikt Zeiler kümmern sich um Recht und Ordnung auf dem Platz. Der 34-jährige Unparteiische übernimmt in dieser Spielzeit zum 8. Mal die Spielleitung. 18:39 bei den bisherigen 19 Aufeinandertreffen lautet die Bilanz aus Sicht des KFC: 7 Siege, 6 Remis und 6 Niederlagen. Der letzte Heimsieg der Uerdinger über die Löwen glückte am 2. November 2003 in der Regionalliga Nord. 18:35 der Gegner aus Niedersachsen befinden sich dafür seit dem Jahreswechsel im Formhoch. In der Rückrundentabelle belegt das Team von André Schubert überraschenderweise den 3. Platz. Der völlig verkorksten Hinrunde, in der der Zweitliga-Absteiger nur 13 Zähler einsammelte, ist es geschuldet, dass die Braunschweiger im Abstiegskampf stecken. 18:29 vor allem zu Hause hakt es beim KFC allerdings. Nur 19 Punkten nahmen die Krefelder aus ihren 16 Heimpartien mit. Im Kalenderjahr 2019 konnten sie noch kein einziges in der Schau ins Landreisen Arena gewinnen. Aus den letzten 5 Spielen gab es zudem nur einmal 3 Punkte. Die Heinemann-Truppe hängt im Niemandsland der Tabelle. 18:25 am vergangenen Spieltag kassierten die Krefelder beim 1:3 gegen den VfL Osnabrück bereits ihre 15. Niederlage in der laufenden Spielzeit. Die Mannschaft von Frank Heinemann steht 44 Punkten auf Tabellenrang 11, hat allerdings auch ein Spiel weniger absolviert als die umliegende Konkurrenz und könnte bis auf den 7. Platz vorrücken. 18:17 nach 3 Spielen ohne Sieg muss bei der abstiegsgefährdeten Eintracht unbedingt ein Dreier her. Mit 37 Punkten sind die Löwen auf Rang 18 noch nicht am rettenden Ufer angelangt. Nur Karl Zeiss Jena, punktgleich, und VfR Aalen, 30, stehen in der Tabelle aktuell noch hinter den Blaugelben. 17:41 Hallo und willkommen zur 3. Liga am Ostermontag. Der KFC Uerdingen und Eintracht Braunschweig treffen sich zum Abschluss des 34. Spieltags. Ab 19 Uhr rollt das Bärchen. Let's Block It's Why.